Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck, Ray. Das hilft dir beim Zählen. Bitte, bitte, nein. Meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verstehen. Nett. Viel Spaß. Hör zu. Beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt. Okay, was ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Hey, was zum Teufel? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht übel. Dieser Wichser! Nicht übel. Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Hey, schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Fantastisch! Oh, Schwanzlutscher. Oh nein! Warnung für den Bruch registriert. Dämlicher Kopfgeldjäger! Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter hat's überlebt. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wäre trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Ihr Jungs seid... Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Ray, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warpsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein, aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünner. Ray, wir hatten Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort! Achtung! Captain an Deck! Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkles Materiefeld. Und sofort verstecken! Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen
auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir halten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Buchanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Ral. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Faden tief. Auf dem Weg zur Hölle. Zu schubsen, Ral. Mach ich doch gar nicht, aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Oh, warum rufen wir nicht einfach da runter und geben Bescheid, dass wir kommen? Und von wo? Das ergibt keinen Sinn. Bei all dem Geld, das Norbeck hat, müssten wir hier auf Widerstand stoßen. Okay, na los, lassen wir die Mission ab, Mann. Unser kleiner Traumfänger empfängt hier ein paar ganz miese Schwingungen. Hört da mal los. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Oh!
Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so innig liebt, dass ihr ohne zu fragen eure jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey, Mann! Was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaub nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, 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 alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Ishi, bleib bei der Kleinen! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donner! Schießt ihr Jungs überhaupt? Kommt mir nicht so vor! Puh, so langsam wird's lustig! Komm schon, Gray, muss ich echt alles alleine machen?